Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Ich möchte heute zusammen mit dir diese weihnachtliche Verpackung machen, die relativ universell einsetzbar ist. Du kannst sie zum Beispiel auch für den Nikolaustag verwenden. Sie ist verschlossen nur mit dieser Lasche und dem Band. Das heißt, du kannst es hier ganz einfach aufziehen. Und dann ist da super viel Platz drin. Da passt also echt einiges rein. In der Höhe ist sie bei 12 cm. Wenn du mit einem DIN A4 Blatt arbeitest, kannst du aber sogar noch 4 cm an Höhe gewinnen, wenn du die Anleitung einfach ein bisschen umwandelst, sodass da auch ein etwas größerer Schoko-Weihnachtsmann reinpasst. Genau, wie immer findest du unten eine Übersicht über die Produkte, die wir heute verwendet haben, sodass du mit mir gemeinsam basteln kannst und dir jetzt schon mal alles zurechtschneiden kannst. Dann geht's auch schon los. Wir brauchen ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Grundweiß extra stark gewählt mit den Maßen 26x17. Das legen wir quer an und falzen bei 5. 12,5. 17,5. Und 25 cm und hochkant nochmal bei 5 cm. Damit wir den Papierschneider gleich ganz zur Seite legen können, machen wir jetzt auch schon mal die Lasche zum Verschließen. Das ist ein Stück Farbkarton 7,5x17 und es wird gefalzt bei 10 und bei 15,1 cm. Jetzt schneiden wir einmal, und zwar nimmst du dir deine Schere und schneidest erstmal alle Falzlinien bis zur ersten Querfalz oder bis zur Querfalz ein von unten, ne? Also da an der 5 cm Falzlinie. Das wird der Boden der Verpackung. Und hier ist ja die Klebelasche, hier ist sie bei mir auf der linken Seite, kann auch sein, dass sie bei dir rechts ist. Dieses schmale Stück schneiden wir einmal weg, das kannst du ruhig auch ein kleines bisschen anschrägen. So, dann kommt schon doppelseitiges Klebeband zum Einsatz. Und zwar hier einmal auf der Klebelasche und auf eine der breiten Laschen unten. Jetzt nimmst du deinen Papierfalter und falzt einmal alle Linien nach. Die Verpackung auch schon zusammenkleben. Dafür klappst du am besten einen Teil hier rüber und klappst das Papier einfach zu. Dann bist du relativ gerade. Jetzt machen wir weiter mit dem Boden. Dort gehen die beiden Seitenteile rein. Hier wird die Folie von dem doppelseitigen Klebeband entfernt. Und dann klappst du das Papier einfach nur einmal hier rüber. Das ist das Unterteil der Verpackung. Für das Oberteil haben wir ja schon gefalzt. Dann nimmst du einmal die lange Lasche und stanzt dir einmal runde Ecken, wenn du möchtest. Kannst du auch so lassen, wie es ist. Ich habe die Ecken einmal abgerundet. Und dann habe ich schon fleißig gestanzt. Und zwar aus dem Produktpaket Süße Weihnachtszeit. Da gibt es hier die passenden Stanzformen. Habe ich schon einmal das Haus fertig gemacht und auch die Bäume. Das kleben wir jetzt einmal vorne auf die Lasche. Ein bisschen nach links geschoben, weil die Bäume da noch neben sollen. Nicht zu viel, damit der Kleber nicht rausquillt. Und dann habe ich die hier einfach so ein bisschen versetzt daneben gesetzt. So, das kann jetzt einen kleinen Moment anziehen. Dann habe ich mir ein Stück Band genommen. Ich habe hier jetzt einfach mal 60 cm abgemessen, damit ich genug habe und auch eine schöne Schleife hinkriege. Abschneiden geht immer noch hinterher. Und
Dann nimmst du jetzt die Innenseite der Lasche und machst hier auf der Klebelasche ruhig 2 Streifen doppelseitiges Klebeband dran. Und dann wird nur noch die Verpackung an dem Klebeband festgeklebt. Ich zeige dir mal, wie ich das am schönsten hingekriegt habe. Dann kannst du mal gucken, ob das vielleicht für dich auch der richtige Weg ist. Und zwar erstmal gucke ich, hier ist die Lasche übergeklappt. Also vorne guckt man auf eine schöne Naht, also auf keine Naht, auf eine glatte Seite. Und dann habe ich das hier einfach an die Falzlinie angelegt. Von oben kann man besser gucken. Ne? Ich will bloß nicht meinen Haaransatz hier so in die Kamera halten. So. Und dann einfach nochmal mit dem Falzbein ein bisschen nachgedrückt. Und dann ist die Verpackung so auch schon fertig. Jetzt kommt noch die Schleife drum. Und dann ist die Verpackung fertig zum Befüllen. Das war irgendwie andersrum. Man hat da ja schon so seine geübten Wege, ne? Jetzt fehlt wie immer die dritte Hand. Festziehen und eine Schleife drum. Ja, fertig ist die schlichte Verpackung, die individuell einsetzbar ist. Jetzt ist hier ein bisschen Band über. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Däumchen da. Ich wünsche dir